Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Episode Block Network und ich bin hier auf meinem Plot. Das hier ist so ein komisches Sandteil. Ich muss hier erstmal was füttern. Das ist wirklich sehr nervig am Minecraft ohne Creative Mode, dass man was essen muss und so eine Scheiße. Oh, das habe ich auch ganz vergessen. Es gibt auch Monster im Survival Mode. Scheiße. Doch irgendwo hier ein Schwert. Ja. Nein. Wow. Wo ist denn jetzt der Creeper da hinten? Den. Vor dem hatte ich eigentlich Angst. Ich möchte nicht, dass der explodiert. Ich habe hier schon so ein Loch. Und vor allem nicht hier Dings und so. Na, komm. Wow. So eine Scheiße. Ich sag es euch. So eine Scheiße. Denn das liegt nicht daran, dass der Survival Mode ist. Sondern irgend so ein Typ hat da so einen verkackten Baum hingebaut. Deswegen habe ich bislang noch nichts aufgenommen. Weil es ist einfach echt hier... Du kriegst die Krise. Hier, guckt euch das an. Diesen Drecksbaum. Was soll die Scheiße? Ja, der ist auf meinem Plot und jetzt kommen da die ganze Zeit so Monster. Das da hinten. Bogen habe ich nicht. Ich wollte ja jetzt eigentlich einfach nur meinen gehen, was ist da jetzt los? Gemeinhin hätte ich damit dann halt, also da hätte ich eigentlich auch überhaupt kein Problem mit Dingsens, Monstern, da ich ja dann da eine mit Fackeln, what the fuck, das, da war doch überhaupt nichts. Kann mir mal jemand hier diese Scheiße erklären? Diese Scheiße! Wirklich, es ist ja nicht so, dass ich überhaupt kein Survival spielen könnte. Es ist einfach nur so, dass diese Alter! Was ein Rotz, ey! So. Kein Wunder, dass ich hier nie gespielt habe. Jetzt weiß ich auch wieder warum. Aber ich bin ja doch irgendwie... Ich bin hier in Stadt 1, das ist eigentlich ganz cool. Da bin ich das da doch irgendwie schuldig. So, aber bevor ich das repariere, darauf habe ich nämlich jetzt keinen Bock. Gehe ich jetzt hier erstmal runter. Und zwar habe ich was vor, liebe Leute. Und zwar kenne ich mich ja mit Feed the Beast überhaupt nicht aus. Deswegen hat man ja hier sowas. Und da gibt es ja diese Turtles. Gebe ich hier mal Turtle ein. Und da gibt es so eine Mining Turtle und soweit ich das, Wireless Mining Turtle vielleicht, soweit ich das richtig verstanden habe. Mining Turtle, ist da jetzt ein Unterschied? Okay, das ist einfach nur, was man dafür braucht. Oder sind es die Möglichkeiten, die man hat, um das zu craften? Oh je, Leute, ich habe ein bisschen Probleme hier, dass ich leider nicht weiß, wie man das alles so macht. Auf alle Fälle brauche ich erstmal, muss ich halt farmen, Eisen auf alle Fälle, Redstone so ein bisschen, aber gut, es geht ja eigentlich alles ganz in Ordnung. Eigentlich kompliziert ist eigentlich nur 3 Diamanten zu finden und ein bisschen Eisen und das sollte halt schon irgendwie hinhauen. Kann ich jetzt gerade noch mal gucken, das Wireless Modem, was das jetzt hier eigentlich braucht. Das ist so eine scheiß Enderpearl. Oh, da brauche ich U-Meter. Dann muss ich entweder... was ist das denn hier für eine Kacke? Habt ihr die Geräusche gehört? Bestimmt viel zu laut. Ups. Nice. Ich hoffe mal, das ist gewitelistet hier. Heißt... Entweder ich frage da jemanden nach U-Meter, weil eigentlich ist es ja jetzt nicht so... Also... Es ist ja nicht so, dass es jetzt überhaupt kein... Also, dass das jetzt scheinbar der seltenste Stoff der Erde ist. Das muss halt nur irgendwie produziert werden. Und ja, wie man das produziert, weiß ich jetzt halt leider noch nicht. Also, ihr könnt mir gerne Tipps für Feed the Beast... heißt es Feed the Beast? Ja, genau. Feed the Beast in die Kommentare schreiben. Da ich hier noch so ein Kacknoob bin, der von nix eine Planung hat. Und, ja, das würde mir schon sehr weiterhelfen. Na. Ah, hier habe ich noch ein bisschen Karokal.
Ja. Das war natürlich ja alles sehr intelligent. Vielleicht kann ich mir jetzt hier mal gerade was craften. Am besten wäre es eigentlich, wenn ich mit diesem Redwood... Nein! Nein! Ohne Witz, heute, was ist denn los? Eine Sekunde. So, leider gab es eine bisschen unerwartete Störung. Aber das soll uns nicht weiter stören. Denn... Ich mache jetzt mal hier so. Ich mache jetzt hier erstmal eine Kiste, wo ich diesen ganzen unnötigen Sandkladderadatsch hin packe. Und nee, Kobbel behalte ich lieber, weil Kobbel, das hat die Bewandtnis und so und diese ganze Scheiße, die brauche ich da alles nicht. Kopper kann ich da auch erstmal rein tun. Hier irgendwie so magisches Gedöns. Ein bisschen Wolle für ein Bett und Krawel. Denn auf irgendwas wollte ich, auf irgendwas Wichtiges wollte ich hinaus. Ja, bald brauche ich schon wieder Holz. So, also ich habe jetzt hier überhaupt keine Ahnung von Feed the Beast. Aber das soll ja überhaupt nicht stören, denn am Anfang hat man eben noch nicht so viel Ahnung und das wird ja dann schon noch. Und wenn da ganz viele Leute noobige Videos von Bau, also noobige Bauvideos machen können, dann kann ich auch noobige solche Videos aufnehmen. Und leider kann ich an den Texturen jetzt nicht beurteilen, was das hier ist. Mist! Mist! Mache ich hier nochmal Turtle weg. Ich mache mal hier kurz Diamond Block. Mich interessiert, wie der aussieht. Diamond Ore. Genau. Ne, es sieht anders aus. Dann ist es wahrscheinlich irgendwas mit... Da gibt es noch irgendwie was mit A oder so, glaube ich. Ach je, tut mir leid, dass ich so wenig Ahnung habe hier. Ja, das ist was ganz anderes. Ja, komm. Ist jetzt auch egal. Also ich habe hier ein bisschen was gefunden und ich weiß nicht, ob ich das abbauen kann mit meiner Hacke. Deswegen gilt es erstmal Eisen abfarmen und dann kann ich mich da dran machen. Übrigens ein bisschen weniger Fackeln gehen auch. Ich habe hier nur die Einstellungen etwas dunkler. Ja, und eigentlich wollte ich in der Folge auch gar nicht mich so aufregen. Ich wollte eigentlich ganz beruhigt beim Minen erzählen. Man muss ja hier aufnehmen, wenn man ja hier... Nee, das sieht nicht so aus, als könnte ich es jetzt abbauen. Oh, das ist Copper. Wieder. Was ist das denn jetzt hier schon wieder für eine Scheiße? Das ist halt ein bisschen blöd, wenn man halt sich nicht so auskennt, dass dann einem hier viel... Also auch die Texturen irgendwie Probleme bereiten. Und wenn ich jetzt sofort sagen könnte, was das denn alles ist, dann würde das natürlich auch schon einige Sachen vereinfachen. Aber das werde ich ja in den Kommentaren spätestens dann lesen. Freue mich schon ganz dolle. Ach ja, also erstmal mit Bauvideos geht es natürlich weiter. Also ich bin jetzt hier nicht auf einmal so Mainstream und mache nur Feed the Beast. Aber ich habe mich hier angemeldet in einer Zeit, in der ich halt keine Zeit gefunden habe für andere Sachen. Und ja, ich möchte jetzt hier auch mal was aufnehmen und das macht ja eigentlich auch Spaß, so ein bisschen. Und ich habe Iron, jawohl, jawohl, ja. Jetzt renne ich erstmal wieder hoch. Oh, oh, ein Blitz, ein Blitz. Ja, und ich wollte irgendwas erzählen. Also ich mache mit Bauvideos natürlich weiter, ich bin da nicht komisch. Und lass das sein. Nein, so ist das nicht. Nur das nächste Bauvideo kommt erst etwas später, da ich jetzt erstmal hier was aufnehmen wollte und ja, mein Kanal soll sich etwas vielfältiger entwickeln, also nicht nur Bauvideos, sondern eben, huch, eine Fledermaus, ein bisschen vielseitige Bauvideos und eben auch so ein Kram. Und später kann man dann ja hier tolle Häuser bauen, hier kriegt man ja relativ schnell eigentlich das Material zusammen, was man dann braucht und da kann ich ja auch ein bisschen bauen. Aber erstmal muss ich mir was craften, so wie das im Survival-Modus so seltsamerweise ist. Und ja, das soll mich auch gar nicht weiter stören. Kann ich nämlich hier einfach mit so machen. So. Jetzt nehme ich das mal raus. Was packe ich da jetzt noch rein? Ich packe jetzt hier gerade noch... Ne, eigentlich brauche ich das Holz. Das ist, ich habe ja mehr Kohle als... Komm, ich brauche eh noch das Stein. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das da unten abbauen können. Ja, das kann man abbauen. Und jetzt ist die Frage, was es ist. Vielleicht was Magisches. Was Magisches?
Gucken. Es ist ja Feed the Beast Unleashed, da gibt es ganz viel. Kertus Quarz Dust und Kertus Quarz. Nice. Vielleicht kann ich da. Kann ich. Aber bevor ich das mache, informiere ich mich erstmal, was ich mit dem Kram machen kann. Gucken wir mal, bauen wir das hier auch mal ab. Was ist das? Cinema Ore. Ja, scheint nicht so häufig zu sein, wenn es davon keine richtigen Ores gibt, sondern eigentlich nur so ein Mini-Drecks-Zeug. So. Graben wir uns mal weiter. Ich wollte eigentlich ein Thema ansprechen. Ich wollte eigentlich was sagen. Was mich heute nämlich ein bisschen gewundert hat. Und zwar kennt ihr vielleicht diese komischen Werbungen, kenne dein Limit. Und eigentlich sind die Plakate ziemlich gut gemacht. Also es ist ja auch wichtig, dass man vielleicht sich nicht total übernimmt mit dem Trinken und dann eben ja hier total sich abschießt vielleicht, oder manchmal kann es sicher witzig sein, keine Ahnung, auf alle Fälle manchmal ist das vielleicht ein bisschen blöd, wenn man dann Auto fahren möchte und ja und so, also muss man sich ja ein bisschen mit Bedacht da umgehen. Und es gibt dazu eine Facebook-Seite und die ist ein bisschen blöder oder dümmer oder wie auch immer. Auf alle Fälle gibt es dann immer da Leute und erstmal kritisieren die überhaupt da die ganze Art der, also die ganzen Posts, also das heißt, die machen sich darüber lustig. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, ist nämlich etwas behindert, was die da so posten. Also nicht, weil die Leute behindert sind, sondern einfach nur, weil das ist einfach unrealistisch, wenn sie dann irgendwie, genau, der eine Post war irgendwie Fassbrause, eignet sich auch sehr gut zum Feiern oder so. Mein Gott, Fassbrause, wie das schon klingt, das klingt doch jetzt nicht so, ich mach Party und so weiter. Und vor allem viele betrinken sich ja, um sich abzuschießen. Es ist ja nicht so, dass sie einfach nur feiern wollen. Und das ist jetzt schon das zweite Mal, dass das Telefon klingt. Und so langsam kriege ich echt Krise. Sekunden. So. Oh, scheiße. Ich habe vergessen, dass das ja ganz viel Kohle ist. Ah, fuck. Nein. So viel Stein brauche ich doch. Ah. Ja, okay. Also man kann nicht immer intelligent sein. Aber. Werfen wir die Scheiße mal hier rein. Aber. Ja, das ist hier irgendwie dann doch so ein bisschen heute eine Rage-Runde. Ich weiß ja nicht, was irgendwie gerade los ist, aber das war jetzt meine Mutter, die angerufen hat. Vorher war es jemand anderes. Und irgendwie, ich kann hier nicht einmal in Ruhe zocken. Und dementsprechend, das erzähle ich in der nächsten Folge da mit dieser Seite, denn das ist, ich wollte da ein längeres Ding draus machen und ich habe nicht erwartet, dass ich erst von Creepern überfallen werde und so weiter. Und ich kann euch nur so viel sagen, es geht um dämliche Prahlerei, die unrealistisch ist und an der man verrecken müsste. Und aber nicht so, wie man denkt, aber naja. Ich stelle mir mal wieder fest, dass diese Facebook-Seiten etwas seltsam sind. Aber genauso auch die Leute, die da kommentieren, also. Und ich erzähle es doch. Es ist einfach nur so. Da hat dann der eine so geschrieben, was? Also die Frage war, wie viel 0,3 Liter Gläser würdet ihr trinken, bevor ihr noch Fahrrad fahren wollt? Da hat der eine so geschrieben, was, 0,3 Liter Gläser, das ist doch nix, das kann schon sein. Und dann hat er aber weitergeschrieben, irgendwie, ja, also ich würde noch Fahrrad fahren mit so 4 bis 16 Litern Bier. Nach 4 bis 16 Litern Bier. Das ist einfach nur behindert. Bei 16 Litern Bier, du würdest nicht verrecken wegen dem Alkohol, du würdest allein schon wegen dem Wasser verrecken, weil du einfach deine ganzen Zellen, die brauchen halt diesen Salz-Wasser-Ausgleich. Und wenn du dann einfach nur Wasser trinkst, dann machst du dir einfach nur deinen Körper kaputt. Also wenn ich auch 16 Liter Wasser trinke, zum einen, mir wäre einfach, es würde mich einfach nur ankotzen, diese Brühe, 16 Liter davon zu trinken. Und zweitens, du würdest einfach dran verrecken. Nicht wegen dem Alkohol, sondern einfach nur, weil das viel zu viel Wasser ist. Das ist überhaupt nicht. Also, keine Ahnung, was mit dem los war. Auf jeden Fall 16 Liter Bier. Hut ab. Möchte ich mal sehen, wie der 16 Liter Bier trinkt. Und, ja, ich hätte noch ein bisschen weiter jetzt reden können und erzählen können von dieser komischen Seite. Aber ich glaube, ich lasse das jetzt mal, denn wenn ich jetzt dieses Kohleflöß abgebaut habe, dann
Mache ich mich mal an. Oh, 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 was ist das denn? Das, das ist ja mal chillig. Hui. Oh, diese Sterne. Oh, und darunter ist noch was. Irgend so ein Smaragd oder sowas. Oh. Geil. Und das ist, glaube ich, auch noch Eisen da unten. Oh mein Gott. New Ore Miner. Oh, oh. Oder ist das irgendwie sowas wie... Was ist denn das? Uran oder irgend so eine Scheiße? Was ist denn das Grünes? Oder Smaragd? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die Texturen schon irgendwie ziemlich... Ups. Langweilig gemacht. Sehen nämlich alle irgendwie ziemlich ähnlich aus. Na? So, ich muss mich jetzt beeilen, bevor meine Mutter kommt. Die kommt nämlich... Ja, ziemlich genau jetzt. Und ich möchte nicht, dass sie mir meine Aufnahme zerstört. Deswegen noch schnell hier die Kohle, komm. So, Kohle, Kohle, Kohle. Nein! Ah. Dummheit bestraft das Leben. Jetzt noch das bisschen Krabbel ab. Und dann geht's wieder hoch. Und ich würde sagen, während ich hier hochgehe, verabschiede ich mich ganz herzlich von euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und das war jetzt ein bisschen die Rage-Runde. Das nächste Mal spreche ich irgendwelche Themen an. Und ja, ich glaube, das ist hier schon ganz chillig, wenn man hier so ein bisschen aufnimmt. Ja, es war tatsächlich Uran. Und Forescan. Cool. Ja. Und was ich mit der ganzen Scheiße eigentlich anstellen kann, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Beziehungsweise, ich freue mich auf eure Tipps. Da ich... Ja. Oh, ist mir das jetzt echt da runtergefallen? Komm bitte nicht. Ich hab das doch hoffentlich noch gekriegt, das Item. Oh nein. Oh, du behindertes Skelett. Was war denn das jetzt überhaupt? Ach komm, ist mir jetzt auch egal. Ja. Also dann, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.